Ich finde es so geil, wie man sieht, wie der immer älter wird, der Sam Fischer. Jetzt hat er schon graue Haare. Nicht? Weißt du, wie man das Ding abschaltet? Arbeite daran. Wie geht's? Willst du jetzt eine Spiele-Demo machen oder was? Charlie, wir sind da. Eine Spiele, was? Eine Spiele-Demo und dann bei dir irgendwie auf die Website stellen oder. Was? Nee. Ich verkaufe nur die Keys. Okay. Keine Demos oder sonst irgendwas. Ist da ein blauer Knopf? Ja. Drück ihn. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Kumpel, was? Können Blacklist nicht stoppen. Sender ist Ausweg. Ihr stoppt die Blacklist nicht. Granate! Wie läuft das? Bist du irgendwie Zwischenhändler? Klärst du das mit den Firmen oder? Ich bin jetzt gerade dabei, dass ich. Jetzt kaufe ich sie über Zwischenhändler ein, ja? Die kaufen das in Massen ein. Ja. Und jetzt bin ich gerade dabei, dass ich Polen und Tschechien Kontakte knöpfe zu den Großhändlern. Und dann möchte ich von den Großhändlern direkt an die Quelle kommen. Jetzt aber schon ein paar Stückzahlen noch verkaufen, oder? Ich muss ein paar Stückzahlen ankaufen, ja? Und dann verkaufen, ist richtig. Aber ich sage mal, 25 Euro ist okay. Im Laden zahlst du 45, 50? Nur für den Key. Wenn du in den Laden gehst, zahlst du für das Scheißspiel ca. 50 Euro, richtig? Ja, siehst du, mit zahlst du 25. Ist halt nur der Key. Aber wer braucht man ja nicht? Es sei denn, du brauchst Papier. Oder die DVD-Box, besser gesagt. Aber die DVD-Box ist keine 25 Euro wert. Wie ist die Lage? Paladin One und das Fourth Echelon Team wurden aktiviert. Aber wir finden Mr. Fischer nicht. Sein Freund stirbt vielleicht. Finden Sie Victor Kost, dann finden Sie Sam. Hunderte von Toten in Guam, ein Countdown für weitere Angriffe auf Amerika. Die ganze Welt verlangt nach Antworten, Mr. Fischer, und ich habe keine. Das Fourth Echelon wird sie finden müssen, doch das geht nur mit einem Anführer. Hör durch, Vic. Einer von Vics Männern ist dabei und keine Fragen. Sie kriegen Charlie Cole. Und Graham Stottier hat einen der besten CIA-Agenten für die Missionsunterstützung angeheuert. Isaac Briggs. Und Graham ist raus. Sie wollte auch nicht, dass Sie an der Mission teilnehmen. Tut mir leid, Sam, daraus wird nichts. Niemand arbeitet besser mit Ihnen, als Sie es tut. Willkommen im Fourth Echelon, Mr. Fischer. Ziemlich cool, oder? Fliegst du zum ersten Mal? Irgendwas Neues zur Struktur der Engineers? Noch nicht. Briggs und unsere Leute suchen nach möglichen Verbindungen. Was ist mit den Namen? Amerikas Freiheit, Amerikas Blut. Mögliche Anschläge. Alle mit Countdown. Wir haben 5 Tage bis Amerikas Konsum? Und die Zeit läuft. Die Analysen zu den möglichen Anschlagszielen laufen bereits. Ich erkläre dir den Flugzeugaufbau. Prototyp, Militärtransporter. Und zwar voller Modifikationen. Waffenkammer, Sanitätsstation, Gefängniszelle, es bietet alles, was du auch am Boden hast. Aber völlig mobil, wie in der guten alten Zeit. Problem mit Briggs? Mein subdermales Funkgerät wurde eingesetzt, vermutlich mit einem Hammer. Neben dem Baby sieht Air Force One wie ein Papierflugzeug aus, Sam. Willst du über Verbesserungen sprechen? Nein, erklär erstmal alles. Nachrichten- und Internetdatengewinnung, Prognosesoftware, Foto- und Videoforensik. Außerdem noch verdeckter Zugriff auf ausländische Aufklärungssysteme und die Gesichtserkennung von CIA, NSA, DCS und FBI. Alles in Echtzeit. Ist es das, mit dem du so angibst? Das SMI? Strategic Mission Interface. Wir haben deutliche Verbesserungen an Charlies Ursprungsmodell durchgeführt. Er wird es dir erklären. Das Beste ist, du kannst alles steuern, und zwar von hier oder über dein Opset, wenn du im Einsatz bist. Beeindruckend. Okay, melde dich, wenn du was willst. Ich muss mich um meine Bude kümmern. Danke, Charlie.
stop recording me? Let me see some ID. This is for my safety. Let me see some ID then, because we got called in as a rape. I don't have any ID on. You have no ID? No, I don't. Okay. I really left it in the car. You really left it in the car? You know who I am. Is there any crime committed? Yeah, there might be. Once we talk to the prosecutor's office, we're going to send it up because this is... That's just what's going to happen. For me. Hey, Sam, hätte ich fast vergessen, dein Opset. Neu und verbessert. Dient als eine Art SMI-Light, wenn du im Einsatz bist. Datenübertragungen, Drohnensteuerung, Scans. Okay. Es muss nur noch kurz ans SMI, um kalibriert zu werden. Dann kann's losgehen. Danke, Charlie. Wurde in Ansbach, Deutschland, ein Demonstrant von einem Wachposten angeschossen, nachdem dieser ihn für eine potenzielle Bedrohung hielt. Gunther Schmidt, 34, trafen zwei Kugeln am Bein, als es... Was passiert da in Benghazi? Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Festgenommen? Negativ. Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Verheimlicht ihr etwas? Sein Name ist Andrew Coben. Sagt euch das was? Sam. Hey, Moment. Kennen wir den Kerl? Es stellt sich nur eine Frage. Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA stellen? Und das nach Guam? Wieso überlassen wir es nicht der CIA zu verhören? Vergiss die Jungs von dem Laden, Briggs. Du bist jetzt in unserem Team. Sicher. Verpasse ich gerade was? Er ist die einzige Spur, zu dem man verhört ihn außer uns. Wer ist Andrew Coben? Andrew Coben. Hat mal so getan, als hätte er meine Tochter umgebracht, um mich zu erpressen. Wow. Und wieso lebt er immer noch? Gute Frage. Was machen wir, Sam? Zeig mir den Unterschlupf. Was da? Das ist eine üble Gegend. Ich weiß. Komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar.
Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freien Zugriff auf Corbin. Auf Bildschirmen sieht es nie schwierig aus, Grim. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend. Jetzt du. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da. Sieht gut aus. Schnapp dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen. Was Unauffälliges. Ein Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Such lieber einen geeigneten Punkt für die Exfiltration. Irgendwo hier. Soweit alles klar? Beeilt euch mit den Vorbereitungen. Cockpit, wir fliegen nach Benghazi. Grim sagt, dass Corbin am Leben bleiben muss. Keine Toten. Benutze Rauch- und Blendgranaten. Keine Splittergranaten. Thank you.